So, willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars Living World 4. Meine Damen und Herren, wir sind nur zu dritt. Der Westen versagt hier, das gibt's doch nicht. Mario macht Taria. Interessanterweise mache ich da, Oh. hab ich das heute noch nicht gemacht. Der Und Westen gewinnt gerade. Alter Schwede. ja. Was für Wir ein Comeback. können tatsächlich nicht weitermachen. Oder andersrum, es weigern sich alle weiterzumachen. Ich will eigentlich weitermachen, aber alle wollen Was nicht heißt doch. weigern? Für Not können wir die Steuerung machen, aber ich fände es ein bisschen schade, das jetzt ohne ihn durchzuziehen. Ja, vor allem müssten wir das dann ja nochmal machen. Ja, und was ist, wenn er nächste Woche auch sagt, nee, ich muss abhauen. Ja, jetzt müssen wir herausfinden, warum. Also, was überhaupt los war. Ist ja nicht normal. Normal ist das nicht. Ich habe letztens weniger als 4 Stunden geschlafen und habe trotzdem ganz normal meinen Tag gemacht. Also, keine Ahnung, was er gemacht hat. Es war auch mal eine Session, wo ich auch nur die ganze Zeit kaum was gemacht habe. Oh, das sieht auch merkwürdig aus, ja? Wo ich kaum was gemacht habe. Und auch. Ja, wir haben uns dazu jetzt entschlossen, dass wir jetzt einen harten Cut machen, aber bedankt euch nicht bei mir dafür. Ich kann nichts dafür. Wir machen jetzt Fraktale. Es ist auch interessant genug, das aufzunehmen. Irgendwie haben die Leute das hier nicht drauf, sich zu rollen. Ja, weil die Leute einfach nur AFK, Idioten sind manchmal. Die einfach Ja, nichts. die. Die einfach nichts Weißt du, können. es kann nicht sein, dass immer 99% der Leute hier neu bei Tarier sind. Ich bin das goldene Kind. Ich habe tausend, ich habe 100 Mal Tarier gemacht. Ich darf das sagen. Ich Ich habe finde das die. nur lustig, weil da kommen immer diese Sachen auf den Boden bei diesem einen Viech nach Tarier, also unten halt, ne? Und irgendwie sterben da immer so viele Leute, die kriegen das überhaupt nicht mit, wenn das auf den Boden kommt. Jetzt habe ich genug Ja, dann Schlüssel wechsle ich dabei. aber den Charakter. Wie lange brauchen wir für ein Fraktal? Mal eine Frage. Eine Folge. Eine Folge? Echt? Wenn überhaupt. Also, Das geht aber schnell. 20 Minuten. Das ist wirklich schnell. Das sind ja nur Mini-Dungeons, die gehen, je nachdem welches. Ne, es gibt vielleicht das eine oder andere, das dauert länger. Kommt auch darauf an, wie wir uns anstellen. Oh. Dann, machen wir Folgendes, dann klatsch ich den Tari-Stream am Ende ran und dann mache ich da die Geschichte weiter. Dann klatschen wir Zeit dann heute noch. Hoffentlich. Kann man im Fraktal irgendwie die Beherrschung weitermachen oder zählt das nicht? Du sammelst da auch Erfahrungen, soweit ich weiß. So, Grüße gehen raus Okay. an Blume und Alex. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie eigene Erfahrung ist. Das wäre mir jetzt neu. Aber ich habe auch schon ewig keine Fraktale mehr gespielt. Es wäre cool, wenn ich dann dadurch auch noch das Teil hier fertig kriege. Wie Braucht man ist einen das überhaupt? Qualwiderstand? Ich habe gar keinen Qualwiderstand. Nee, den braucht man erst ab Level 20, 21 irgendwo da. Fraktaleinstimmung ist komplett durchgelevelt bei mir. Bis ganz nach unten durch. Das ist schon mal nicht verkehrt, hast ein extra Leben. Ja, das habe ich Oh. gesehen. Beim fünften stand da, habe ich gelesen, dass irgendwas verhindert, dass ich sterbe. Also von daher kann das nur gut sein. Also ich habe nur das Erste. Hey, ich wollte doch die Dragonitbarren haben. Wo sind die hin? Achso, man sollte auch den LP-Timer vielleicht mal stellen, ne? Das wäre vielleicht sinnvoll.
Nicht, dass ihr nachher eine 2-Stunden-Folge habt. So, da haben wir nichts gegen. So, vorletzter Raum. Tja, ich habe überhaupt gar keinen Charakter, der fraktal-tauglich ist. Alle sind irgendwie so im Aufbau. Und nur PvE spezialisiert. Stimmt doch gar nicht. Lass uns mal Zierde der Wogen machen. Ich habe wieder Bock auf einen alten Dungeon. Können wir auch. Nee, bloß nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir immer versagt hatten. Wie wäre es, wenn wir Mordremor nochmal besiegen? Dann kriege ich auf jeden Fall genug Sachen. Wer ist denn Mordremor? Heißt er nicht so? Nee, Mordremors. Ach so, das S. Hast du, Das ist ein TH. Mario, das überhaupt schon mal gemacht auf der letzten Karte, das Event? Ja, letztens, ja. Moment. War das überhaupt das letzte? Dieses mit den drei Wegen, wo man dann nachher gegen Mordomors kämpft. Doch, genau. Das hatten wir ja auch haben wir das nicht von der Geschichte her einmal gemacht? Nee, von der Geschichte waren wir im Kopf drin, aber ich habe das tatsächlich mehrfach gemacht. Okay, aber ich habe es auf jeden Fall alleine diese Woche schon zweimal gemacht. Haben wir das tatsächlich jedes Mal jemals Let's Played? Dann könnten wir auch wieder... Nee, wir haben das... Doch, wir haben das auch einmal zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob wir... Nee. Lass mich mal durchgucken. Mike und ich haben das irgendwann mal abends spät, wo ihr beide schon raus wart, gemacht. Ist das verifiziert? Weil ich habe mich auf jeden Fall wieder daran erinnert an das. Also, denke ich mal, habe ich das dann anscheinend schon 3-4 Mal gemacht. Oh, das Ordnersystem von Windows 10 ist scheiße. Moment. Das kann hier nur Heart of Thorns sein. Und Path of Fire haben wir verkauft. Nie dabei. Aber muss man mal gucken, wann das wieder startet. Das kann ja teilweise mehrere Stunden dauern, ne? Boah, nö. Widerstand des Drachen ist eigentlich nach Güldener Talkessel direkt. Eine halbe Stunde später vielleicht. Maximal. Ja, und ich würde sagen, eine gute Stunde dauert es vielleicht, oder? Also bei mir war das so, dass ich über eine Stunde warten musste, bis das losging. Ja, dann waren nicht genug Spieler da. Ja, und da mussten halt noch die ganzen Events gemacht werden, also. Ja, das gehört ja alles mit dazu, ne? Also wenn die Karte neu startet, diese ganze Eventkette ist ja quasi... Ist das ja. Genau, und ich habe allein eine Stunde gewartet, bevor das überhaupt losging, also. Das fand ich ja krass. Diese Wartezeit beim Verkaufen, ja. Nö, haben wir nicht gemacht. Das ist der güldene Talkessel da. Boah, das sieht eher nach Widerstand des Drachen aus. Oh ja, wieder 2 Gold mehr. Story. Und da hört Heart of Thorns schon direkt. Heart of Thorns ist echt kurz, ne? Das ist ja nicht lang. Was? Ist recht kurz. Ja, das betrifft ja maximal 20 Folgen oder so gefühlt. Viel ist das nicht. Oh. Also ich kenne mich nur mit Fraktalen raus, rein technisch aus, indem man reingeht, da was kauft und geht wieder. Fraktale kann man auch gut Gold machen. Echt? Ja. Okay. Und man kann ja auch nachher, also auf den niedrigeren Rängen nicht so, aber wenn man nachher die höheren Fraktale spielt, kriegt man da auch gut aufgestiegene Sachen, in denen irgendwelche Truhen looten, wo das drin steckt oder so.
Muss mal kurz woanders hin. Ich will euch etwas zeigen. Danach könnt ihr mich nicht leiden. So schlimm? Och, die Ladezone. Ey, ich wäre schneller gewesen, wenn ich zu Fuß dahin gegangen wäre. Warum habe ich geladen? So. Wer hat denn die Kiste voll Spaß genau neben der Schneiderstation gesetzt? Mann, seid ihr asozial. Gut. Ich habe mich auch drüber beschwert. Ich war unterwegs. Wer den Himmelsschuppen-Guide gesehen hat, weiß, dass er erst in 2 Stunden geht. Und zweitens, was man dafür alles braucht. Ich habe einen ganz großen Teil davon schon zusammengefarmt. Man braucht die Kralkatit-Erze. Davon habe ich heute tatsächlich einen Großteil zusammengekriegt. Zum Schluss. Und zwar kriegt man den bei Palavadan, bei dem Hauptmeta der Karte, wo man die Stadt erobern soll. Da kriegt man so knapp 20 Stück bei dem Ende raus. So, und ich bin da jetzt bei 223 von notwendigen 250. Also ich bin da fast dabei. Ein Meter noch und dann bin ich fertig. Die Fluoridkristalle sieht schon besser aus. 259. Das ist die zweite Kartenwährung von den sandigen Küsten. Von der zweiten Karte. So, denn darüber hinaus braucht man dann noch aufgeladene Quarzkristalle. Davon braucht man 12, ich habe schon 5. Muss man täglich einen machen. 41 Gold ist nicht das Problem. Wildfleisch wäre eventuell ein Problem. Davon habe ich gerade mal 2 Stück. Aber die kann man sich ja kaufen. Und die kosten nicht viel, also man kann sich 250 Stück schon eigentlich kaufen dafür. So. Ektoplasma, ich gucke übrigens alles ohne Liste nach, ne? Brauchen wir 60 Stück, ich habe 83. Karma brauchen wir so um die 1430, 1600 flüchtige Magie, die habe ich auch. Da habe ich auch schon irgendwie so 2.000, 3.000. Ich bete zu den Geistern, doch sie antworten selten. 6.000. 6.354. Mittlerweile sogar schon. Auch durch die Meter gekriegt. Hauptsächlich. Ja, und das war's eigentlich schon fast. Mehr braucht man fast nicht. Handelsverträge, 500 Stück. Also das Ding ist eigentlich... 600 irgendwas. Oder 800. Echt, so wenig? Oh, dann nicht so viel gemacht. Ich hab 2.499. Also das Ding ist... Das wollte ich noch zeigen. Das Ding ist eigentlich teuer wie Sau. Man braucht ein bisschen Farmzeug. Die schwierigste Karte ist tatsächlich Istan, weil die Meta nicht immer klappt. Wenn die nicht klappt, kriegt ihr nicht so genug viele Kralkatit-Scherben. Wie viele von den geladenen Kristallen braucht man nochmal? 12 Stück. Du brauchst 12 Stück. 12? Ah, okay. Du musst um die 360 oder so, mach mal 12 mal 25. Das brauchst du an Quarzkristalle. Genau. Okay. 100 habe ich dir geschenkt, also musst du den Rest noch kaufen. Jo. Oder ja, kaufen eigentlich. Und dazu musst du Gold farmen. Die kosten nämlich eine Weile. Kriegt man die auch anders? Kann man bestimmt irgendwo... Ja, aber das ist aufwendig, glaube ich. Kauf dir lieber die Dinger, das ist einfacher. Farm dir lieber das Gold. Also die aufgeladenen kannst du auch aus den normalen craften, aber ich weiß gar nicht mehr, was man mit den normalen braucht. Quarzkristalle brauchst du musst die aufladen. Ja, genau. Die normalen Quarzkristalle braucht man und dann noch irgendwas anderes. Nee, nix. Einfach die normalen und damit dann die einstecken und dann zu einem Heldenpunkt gehen und und die dann zusammenschmelzen. Ach so, kann man auch sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Willkommen zu 9 Minuten gerade nichts tun. Das ist gut. Wir sorgen dafür, dass wir vorhin lange nichts weitergehen. Dann komm mal nach Löwenstein. Ich bin schon dabei. Wo denn da? Eigentlich egal, wenn wir da reingehen in den Instanz, kriegst du eine Nachricht. Okay. Kann ich auch meine Kristalle abholen. Und gucken, wie viele geladen ich jetzt wirklich habe, weil theoretisch müsste ich ja nur 4 haben.
Also du kriegst die nur durch die Aufladung an der Ort der Macht. Oder durch ein Wintertaggeschenk, süßes oder saures Tasche. Nochmal Winter, eigentlich, achso. Ich habe einen Abbauknoten in meinem Heimatinstanz für Kristalle und du kriegst die auch in einer Trockenkuppe, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, dass es die aufgeladen sind. Ich hatte nämlich noch nie einen aufgeladenen gehabt. Nee, die normalen. Aber die kannst du dann ja aufladen. Normale, ja. Also normale kriegt man durch Abbau von Quarzkristallformationen. Drachenkopfvorräten, Belohnung, Abschluss, Refugium-Sprint, Welt versus Welt. Und irgendwie ist der Wintertag da ganz besonders wichtig. Ja. Kristallformation gibt es auch im Heim. Hain. Rattasum, Quieter, bla bla bla, Götterfeld. Achso, die Heimatinstanzen. In der Kristalloase sind die Dinger. Daher habe ich die wahrscheinlich auch gesammelt. Ich hatte nämlich einen. Auch in der Trockengruppe gibt es die auch. Da hast du auch so Abbauknoten. Ich hatte nämlich einen Startvorrat davon. Kauf mal alle Qualwiderstand und mach Zunga-Gipfel. Da werde ich Rage quitten. So schlimm? Muss das Ich habe schon das echt. Neue noch nie gemacht, also ich kenne das nicht. Lass mal Tiefenstein machen. Warte mal, ich gehe mal selbst kurz gucken. Steht ein paar Meisterdieben bei, dass sich die verlorenen Zwergenstadt Tiefenstein begibt. Das wäre 11. Bei Rang 2, 1. Kannst auch ruhig reingehen, wir sind alle da. Jo. Qualwiderstand konnte ich nicht mehr lesen. 5. 4. Okay. Da tut's jetzt 100. Nee, da waren halt Informationen zu dem Fraktal. So. Schwierigkeitsgrad. Genau, Alphenloot gibt's immer bei den Dailies, diese lila markierten. Was lila markiert? Da gibt es immer noch eine extra Kurve. Und wenn du jetzt die von Tier 4 machst, zum Beispiel, dann kriegst du die Tier 1, 2 und 3, glaube ich, auch. Da haben sie das geändert. Ah, Mann. Okay. Karnisch. Daily Tier 1, Captain. Okay, ja. Schwierigkeitsgrad des Fraktals 11. Persönliche Fraktalstufe 3. Tod. Zeit bis zum Tod des Spielers 2 Sekunden. Da kann man sich ein Video angucken. Toll. Das ist cool. Bis jetzt ist es nur weiß, oder sind Vögel? Ja, das ist das Intro, wenn man erstmal das hier betritt. Wenn man ernsthafte Forschung betreibt, ist gute Hilfe rar. Aber ich brauche sie. Wir wandeln ätherische Fragmente der Geschichte in stoffliche Orte um. Meine Crew nennt sie Fraktale. Ihr Verhalten ist etwas unberechenbar. Wir schicken Teams hinein und nicht alle kommen raus. Vielleicht könnt ihr uns da helfen. Begebt euch in die Fraktale und macht sie sicher genug für unsere Forschung. Was ihr dort erlebt, ist nicht ganz klar. Vielleicht ein paar Anomalien, aber nichts Großes. Die Arbeit ist nicht einfach, aber wie mein Mentor immer sagte, verschwende keinen Golem, wenn es Freiwillige gibt. Besonders wenn beide Seiten profitieren. Kehrt ihr unbeschadet zurück, behaltet ihr, was ihr findet, und meine Crew gewinnt Wissen. Doch ich bin unbesorgt. Ich weiß, ihr schafft das. Die Musik habe ich eingespielt. Man hört ja sonst nichts. Hä? Das Intro habe ich schon mal abfotografiert.
Das gab's als Thumbnail. Das kann ich mir noch erinnern. Dum, 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 dum. Bam! Bisschen überdramatisch, oder? Beherrschungspunkte oder so. Au, ich habe mir gerade einen Zeh gebrochen. Lass mal lieber. Was ist der Plan? Wollt ihr die Dailies machen? Wollen wir einfach bei 1 anfangen und hoch? Ja, von 1 anfangen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann kommen wir zumindest rein. Ja, mach mal. Er springt automatisch immer, wenn wir beendet haben, eine Stufe höher. Ja. Mal auf vulkanisch umgestellt. Das hier Portale, ja, cool. Okay. Ja. Moment, wie heißt denn Charakter? Out of was? Okay. Gibt es da eine Geschichte zu? Nö, nur das, wo ich keinen Namen wusste für den Charakter. Ich eine Band gehört habe, die Out of Zoo heißt, und ich dachte, ach, das war zum Waldläufer. Das war okay. Dann die Eingebung. Wahrscheinlich wird jetzt gleich die Frage kommen im Chat, deswegen gehe ich jetzt vor und sage, haben wir eigentlich Qualwiderstand? Das scheint wichtig zu sein. Ich habe es in den ersten Stufen gerissen, nach und nach diese Qual-Dinger. Also, ich sehe hier jetzt einiges. Diese Grawler haben gerade Menschen in den Vulkan geworfen. Schnappt sie euch! Das sind aber dumme Grawler. Eigentlich hätte ich ja auch mal den anderen Charakter vorstellen können, den ich habe, ne? Den kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe einen Holoschmied zusammengebaut. Und der funktioniert 1A. Erfrischend. Kommt sie zu Brei! Tut weh, oder? Ist Account gebunden, ne? Die Stufe? Also ich meine jetzt die persönliche Stufe? Ja. Nicht charaktergebunden oder so. Gut. Also das heißt ja auch in jeden Reihen, die werden, glaube ich, auch auf 80 hochgestuft. Ist nur blöd, wenn der nicht alle Sachen hat, dann kann der natürlich auch nur das, was der freigeschaltet hat. Ja genau, ich werde mich jetzt mit Ruckzuck Feuertod, den ich auch habe, hier einloggen und dann Fraktal machen mit euch. Der hat ja überhaupt gar keine Fähigkeiten. Machen, aber wenn er dann nur 1 bis 4 zum Beispiel kann, dann kann er auch hier nur 1 bis 4. Ja, dem fehlen sämtliche Hilfsfiguren. Das muss ich jetzt mal erzählen, während wir hier einfach rumlosen und verlieren. Wir haben, nicht wir, ich, dieser, hat bei Tahrir mal einen gesehen, der ist mit Stufe 20 da vor der Tür gestanden. Da haben einige ihn angesprochen und haben gesagt, Respekt, Stufe 20? Wow. Der hat dann auch gesagt, nur durchlaufen. Also zu meiner Liebe bin ich auch mit 65er durchgelaufen und habe alles gemacht, wo man nicht kämpfen musste an Heldenpunkten und so. Ja, einmal stehen bleiben, dann kippst du um. Ja, überall vorbeischleichen, gucken, dass keine Raptoren da rumstehen und so, ist ein bisschen nervig. Oh, die Raptoren, die waren ja richtig schlimm, ne? Jetzt sind sie ja gar kein Problem mehr, ne? Aber damals hatte ich ja nicht die Berserker-Rüstung gehabt oder dergleichen, da war es ja einfach nur Müllrüstung. Alter, was haben die mich kaputt gemacht? Da fehlte mir auch total das Know-how bei Hearth of Thorns. Ups. Ich wurde platt gemacht. Ja, die dürfen wir nicht immer rollen. Hilft mir jemand? Ich erinnere doch mal die Richtung. Wenn wir jetzt gleich vorrennen, triggern wir hier das Event. Wir müssen da eben hier am Ende warten. Wir warten. Okay, du bist sowieso vor uns, also.
Partner. Sollte ich vielleicht erklären, was wir jetzt hier machen müssen? Ja. Da steht gleich so ein Typ auf so einem Schädel. Den müssen wir mit so Feuerbrocken abwerfen, damit sein Schild weggeht, damit er angreifbar wird. Und gleichzeitig kommen Grolle, die Menschen runterschubsen wollen. Die dürfen nicht zu den Menschen hinkommen, die müssen wir vorher tot machen. Wenn alle Menschen runtergeschubst werden, wird der erste stärker, der andere. Und wenn die, ich glaube, dann wird das auch nochmal, dass wir es neu machen müssen, wenn wirklich alle tot sind. Okay. Das heißt, einer beschützt die Leute. Am besten einer schmeißt die Felsbrocken da drauf und die anderen beiden kümmern sich um die Grolle, dass die dann erstens nicht ankommen, indem die verkuppelt werden und zweitens man die tötet. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal, oder? Ihr seht es dann ja auch, wie es funktioniert. Ja. Ich habe nicht zugehört. Was sollen wir machen? Irgendwelche Menschen retten. Unser Gott verlangt Opfer! Oh, danke. Mal die Steinbrocken auf die Leute. Da ist ein Stein. Okay. Kann nicht besonders weit werfen. Auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht dagegen wirst. Wogegen? Gegen diesen Schädel. Achso, wo soll man denn hinwerfen? Am besten gar nicht hinwerfen. Auch hinten drauf oben. Okay. Mach du mal das Werfen, ich mach mehr Schaden dazu, glaube ich. Oben steht, er braucht noch 8 Stück. Kommen die nur von hier? Ja, wir sollten die hier tot machen, wenn die runterschubsen. Also da, Schmerz für Schmerz. Ja, oben stehen noch 7. Mist, habe ich ihn nicht getroffen. Er muss echt komisch stehen, um den überhaupt treffen zu können. Irgendwo, besser ist es, weil dann hören die Dinger auf zu spawnen. So, jetzt kann ich nicht daneben werfen. Ja, den Stein. Können wir die Grolle auch aus dem Spiel entfernen und einfach hier zu meinen Nachbarn schicken? Die würden sich darüber freuen. Die sollen mal die Wohnung zerlegen. Hier, hinten rechts. Mach den Tod. Ich kann nicht. Da, die Fähigkeit geht nicht. Scheiße. Ich spring mal hinterher. Die Fähigkeit hat nicht geklappt. Neu gespawnt. Hier schon wieder der nächste. Der wird zu lang. Schmerz für Schmerz. Kann man diese Fähigkeit, diese Sprungfähigkeit irgendwie ignorieren und einfach mal eine andere reinpacken? Wenn es so weitergeht, hole ich mir eine andere Waffe. Ständig springt sie in eine andere Richtung, in der ich will. Letzter Stein. Ja, dann kommt der nachher auch runter. Meine Fähigkeit ist nicht losgegangen. Du brauchst mehr Nerven, wurde gesagt. Also viel Nerven. Das gucken wir mal. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ich habe ja schon extra den Heiler mitgenommen, damit ich euch heilen kann. Ich
Ja, das wird vielleicht nötig sein. Gucken wir mal. Hä? Hat er nicht gerade noch irgendwie Schild, CC-Schild gehabt? Ja, da haben wir den weggemacht. Cool, dann haben wir alle drei gleichzeitig meine CTs gemacht. Dann haben wir alle drei das gleichzeitig gemacht. Ich bin mich gewundert, wie stark auf einmal mein Anti-CC war. Oh, er ist in den Tod gesprungen. Was? Moment mal. Ich lese hier gerade eine neue Verteilstörung ab. So, jetzt habe ich gar nicht den Wortwitz gemacht, den ich machen wollte. Die eine heißt Yoko. Doppel-K. Yoko. Genau. Verstehe ich nicht. Wo dein Video doch hieß, Yoko kommt doch nicht und dann haben wir Yoko. Ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Kannst du wieder hoch? Ich habe nichts gesehen. Ganz ehrlich, ich habe nichts gesehen. Hast du einfach so... Und weg. Da war halt nix. Einfach weg. Ist aber kein Boden. Ich meine, Boden gesehen zu haben. Sag mal, sind die Viecher unbesiegbar? Nee. Aber wir brauchen die Fledermäuse nicht kämpfen. Okay. Aber nichts gegen Yoko, ne? Aber ich habe jetzt, ich habe mal ein Bild gesehen von ihm im TV und ganz ehrlich, er sieht doch originalgetreu aus wie Yoko hier aus dem Spiel. Scheiße. Er sieht doch original gleich aus, oder? Als wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist echt schlimm, wie sehr man sich jetzt daran gewöhnt hat zu gleiten. Ja. Geil, ihr ignoriert ja alles. Ja, was... da ist ein Loch im Boden, da fällt man schnell durch. Jetzt gleich, dieser darf auch wieder die Menschen nicht erreichen. Er hat so eine Phase, da müssen wir den CC brechen. Okay, ich habe maximal, warte mal, dann gehe ich auf den Bogen, dann habe ich maximal 3 Anti-CCs. Ich mache mit dem Bogen genauso viel Schaden wie mit dem Schwert, also passt schon. Der hat immer so eine Phase, wo der zu den Menschen rübergeht und der wird auch, glaube ich, stärker, wenn der die da reinschubst. Okay. Dann los, oder? Ja, können wir. Und ihr dürft nicht in diese Lava-Fontänen stehen, die machen Schaden. Also jetzt schon Anti-CC, oder? Das hätte ich mir schon gedacht, ja. Deswegen, weil wenn man stehen bleibt, kriegt man auch Feuer. Oh, das ist ja aber gebrochen. Ich habe gerade 13.000 Schaden an ihm verursacht. Riss, mach mal genau. Hier kommen nachher auch noch so Lava-Würmer, die sind auch nervig. Ach, das ist nett. Müssen wir nicht vorher wissen. So, jetzt müssen wir den hier kaputt machen. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, alles CC und es hat nichts gebracht. Nee, die Kugel müssen wir kaputt machen, hat ja geklappt. Achso. Das hat geklappt? Habe ich nicht gesehen. Die Kugel ist berghoch, ich lieg. Am besten erst die Würmer wegmachen, wenn die kommen, die sind echt nervig. Ich sehe nichts. Ja, da war jetzt das Problem.
Ich bin ja Standard zu nah dran, den hätten wir von den Menschen wegziehen müssen. Ach so. Ja, ziehen ist nicht drin. Das funktioniert bei Bossen generell nicht bei mir. Ja, dann müssen wir da eigentlich weggehen, der vorkommt und da muss wieder hin. Dann bleiben wir jetzt in seiner Nähe, also auch weiterhin weg. Weit genug entfernt. Ja, der Mensch ist ja jetzt weg und die anderen sind frei, das stimmt. Oh, der Mensch war sowieso doof. Ja. Ich ertrage das nicht. Oh nein. Hä? Das ist neue gespawnt. Neuer Mensch. Zwei Mensch. Mensch 2. Ja, dann müssen wir den da wegziehen. Ich dachte, die müssen erst alle getötet werden, bevor der wiederkommt. Die Menschen, okay. Ne, den müssen wir wegziehen von den Menschen. Die Menschen kannst du nicht wegziehen, den Typen. Also, die Menschen kann ich nicht wegziehen, aber die Typen. Nein, hier den Schaman. Kann ich sein Bild haben, sein Bild als sein Bossbild als mein Bild? Weil das hier eben cool ist. Ich krieg sehr fett aufs Maul. Irgendwie habe ich die Akku gerade auch von ihm. Ich brenne. Da musst du dich bewegen. Ich wollte gerade sagen, lösch dich, aber das klingt dann auch irgendwie komisch. Draufhauen, nach ein paar Hits geht die Kugel weg. Immer block, 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 block. Ja, aber du siehst oben so einen Buff, der immer weniger wird, wenn wir den anwenden. Das war jetzt gemacht. Tja, das war's, ne? Aber ich kann doch Zustände entfernen, warum mache ich das nie eigentlich? Dafür habe ich das auch aufgebaut. Warum reagiert meine Maus gar nicht? Spürt die Wut. Bleibt standhaft. Ah, Mist, zu früh. Müssen wir weglocken, glaube ich. Eigentlich nicht. Ist da nicht einer? Da ist keiner mehr. Okay. Der ist tot. Hast du ihn nicht schreien hören? Nö. So ignorant. Einfach nicht geschrien. Er hat geschrien. Ich habe ein Video überweist. Wenn der zur Kugel wird, müsst ihr erst auf den Boss, auf die Kugel, dann die Kleine ignorieren. Sonst ja. Die Kleine das wegmachen. Genau. Ich meine, auf dieser Stufe ist das mal alles, geht das noch, zieht sich dann nur ein bisschen durch eine Länge, weil der sich dann heilt. Aber auf den großen Stufen ist das blöd nicht. Spürt meinen Zorn! Irgendwie sind Fraktale ganz schön inhaltslos. Unterschiedlich. Also ihr habt ja jetzt diese Qualimpulsion gekriegt, die kann man umbauen und sich in die Rüstung packen, damit man Qualwiderstand. Sollen wir zurück oder kann man ja noch was machen? Ich bin gerade am überlegen, ihr könnt dieses kochen heiße Magma, braucht man irgendwo für, ich weiß aber nicht mehr wofür. Ich glaube aber, dass ihr das im Moment so nicht braucht, sondern eher später für irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Items haben. Genau. Ja. Ne, dann kommen wir, glaube ich, raus. Wo kriege ich Fraktalschiffrierungsschlüssel her?
Wo kriege ich Kann man kaufen. Kann ich auch gleich zeigen im Händler. Hey, ich war noch nicht fertig. Ja, du hast aber schon gedrückt. Ihr habt ja hier diese Katzen-Golems und da bei den blauen sieht man das. Gefertigt. Und zwar der dritte Reiter und dann ganz oben diese stark ermäßigten. Dritter Reiter? Wollen wir nicht Stiefel im Richten? Nee. Was da? Blauer hier. 20 Silber, ganz schön teuer, ne? Frisst du aber immer wieder raus. Ja, das war auch ironisch gemeint. Bei jemandem, der täglich mindestens ein Gold farmt. Und jemand, der 444 und nochmal 47 in der Schwarzlöwenbank hat. Und ich sage, 20 Silber ist teuer. Das war ironisch. Kann nicht rüber. Kann man sein. Aber du kriegst auch mehr Loot aus den Kisten raus, als was das kostet. Ihr müsst nur aufpassen, es sind nur eine gewisse Anzahl ermäßigt und dann wird es teurer. Ich meine 25 Stück oder irgendwie so. Ich glaube 30. Oder 30 kann auch. Danach lohnt es sich nicht mehr. Dann würde ich die nicht mehr öffnen und warten, bis ein neuer Tag ist und habt ihr wieder 30 neue. Umleitung erfolgt. Ah, da. Nicht Seelenbinden, bitte. Das ist Müll. Das muss man verschnichten. Ach, das ist eine Trophäe. Ja. Okay. Oh, ein Gold und 20. Krass. Oh Mist, der Preis für die Ektoplasma-Kugeln ist schon wieder gesunken. Ich habe gerade die Quallenversion ins Lager transferiert. Ist das gut? Ein schicker Hut. Das kann man so verkaufen, ne? Ja. Damit. Alles weg. Oh, der Hut hat 3 Ektoplasma-Kugeln gegeben. Ja, das war Teil 1 Fraktal. Interessant. Danke fürs Zusehen.